Es wird mit Computersprache vorgetragen. Glücksmünzen. Autor seltsam kennt sie. An den Brauch, in den Trevi Brunnen in Rom Münzen zu werfen, um Glück und Wiederkehr zu erlangen, haben wir in dieser Serie bereits erinnert. Der Brauch könnte von einer ursprünglichen Opfergabe für einen Wassergott herrühren. Die Touristen lassen sich allerdings auch nicht abhalten, wenn der Brunnen trockengelegt ist. Das war im August 2004 für Wartungsarbeiten nötig geworden. Trotzdem riss der Geldstrom nicht ab. Weit über 100 Euro jährlich sollen in diesem weltberühmten Brunnen zusammenkommen, im Wasser und auf trockenem Boden. Der Brauch hat viele dazu animiert, überall, wo eine Wasserstelle größer als eine Pfütze ist, eine Münze hineinzuwerfen. So spendeten die Berliner Wasserbetriebe die in Zierbrunnen gesammelten Münzen einer Elterninitiative. Allerdings lässt sich die Summe mit der aus dem Trevi-Brunnen nicht vergleichen. Ein Scheck über 250 Euro wechselte 2003 den Besitzer. Münzen und Wasser spielen auch bei einem Aberglauben aus dem Böhmerland eine Rolle. Wenn am Karsamstag das erste Mal wieder die Glocken läuteten, begaben sich die Wohlhabenden an einen Bach oder Fluss und schwenkten ein Säckchen mit ihren Talern im Wasser hin und her. Dadurch sollte sich der Mammon vermehren. Voraussetzung war aber auf jeden Fall, dass der Beutel kein Loch hatte, sonst konnte das Gegenteil eintreten. Konkretere Ergebnisse als durch das Brunnengeld, zumindest für den, aus dessen Geldbeutel es stammt, soll es geben, wenn man das Geld zu einer Alraunwurzel legt. Es soll sich nämlich am nächsten Tag verdoppeln. Das ist mindestens so glaubwürdig wie eine Geschichte aus Ostdeutschland. Dort soll in vergangenen Zeiten eine Frau einen sogenannten Wechseltaler besessen haben. Wenn er ausgegeben wurde, kehrte er immer wieder zu der Besitzerin zurück. Oder auch nicht. In Deutschland gibt bzw. gab es den Brauch, das Mädchen schon im Kindesniegen wurden dann die Brautschuhe gekauft. Man brauchte 20.000 bis 30.000 Pfennige, um ein paar elegante Schuhe für 200 bis 300 Mark zu erstehen. Gründliche Menschen haben ermittelt, dass man mit 20.000 Pfennigen 40 Kilo an Münzen auf die Waage brachte. Ob man besonders gut bedient wurde, wenn man im Schuhgeschäft mit einem 40 Kilo Sack voll einzelner Pfennige anrückte, darüber schweigt die Chronik. Die Begründung für diesen Brauch behagt sicher manchem Marco und lässt jede emanzipierte Frau, und welche ist das nicht, auf die Barrikaden steigen. Die Pfennige bringen nicht nur Glück, heißt es, sie sind auch ein Indiz dafür, dass die Frau ihrem Mann nicht gleich wieder Ade sagt. Denn Frauen, die sich das Pfennigsammeln antun, dürften besonders sparsame, beständige und sehr treue Ehefrauen sein. Wie immer man das sehen mag, seit der Euro-Einführung hat dieser Brauch des Brautpfennigs wohl kaum Zukunft. Denn Brautkind hört sich nicht halb so gut an. Vielfach schenkt man einander zu Silvester oder zu Neujahr Glücksmünzen. Die Münze Österreich knüpft an diese Tradition an, wenn sie jedes Jahr hübsche kleine Glücksjetons zum Jahreswechsel herausbringt, und zwar in Bronze, Silber und sogar Gold. Eine Glücksgarantie wird dabei zwar nicht mitgeliefert, aber sie haben so gut wie immer die Garantie, dass der Beschenkte sich darüber mehr freut als über das Marzipan-Glücksschweinchen, das schon zu den heiligen drei Königen verspeist ist, oder das ebenso vergängliche vierblättrige Kleeblatt. In Bulgarien gehört, oder gehörte, ein ganz besonderes Festessen zu den Weihnachtsbräuchen. Am Weihnachtstag schneidet der Haushaltsvorstand oder der Älteste in der Runde ein Blätterteiggebäck an, das es in sich hat, es sind nämlich Glücksmünzen eingebacken. Wer auf Metall beißt, darf sich in diesem Fall glücklich schätzen. Das erinnert sie doch an etwas. Richtig, daran, wenn sie beim Chinesen, Nummer 24, Ente süß-sauer, bestellen und in dem Lokal mit einem Glückskeks bedacht werden. Damit wären wir bei den chinesischen Glücksmünzen, die eine unendlich lange Tradition als Glücksbringer haben. Ja, besonders chinesische Münzen bringen angeblich Reichtum und Glück. Das gilt auf jeden Fall für jene, die sie heute massenweise anbieten, zum Beispiel im Internet.
Bei all dem Aberglauben sollten wir nicht vergessen, dass tiefer, echter Glaube viele Münzen geprägt hat, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Das begann mit den Abbildungen der Götter im Altertum, setzte sich in der christlichen Welt mit heiligen Abbildungen und kirchlichen Symbolen auf Münzen fort bis zur heutigen 5-Euro-Münze Mariazell, oder der Serie Stifte und Klöster in Österreich. So paradox es gerade auch hinsichtlich wertvoller Münzen klingen mag. Der Sinn und die Kraft senkrechter Strich. Des Geldes liegen nicht im materiellen senkrechter Strich.